Man hat mir die Frage gestellt, ob man einen Kredit aufnimmt, dass man Haus kauft oder Auto kauft. Und das habe ich gesagt, nein, man darf das nicht. Das ist Haram, von der Bank zu nehmen. Und dann, du kannst lesen nur, was man von Kommentaren geschrieben hat. Manche haben gesagt, ja, in Saudi-Arabien lebst du und du bekommst alles vom Staat. Ich meine, ich lebe nicht in Saudi-Arabien und ich bekomme nichts vom Staat. Dann, einige haben gesagt, ach, du lebst in Europa, bestimmt hast du schon ein Haus mit Kredit gekauft oder du hast ein Auto mit Kredit. Und Allahu alam, du bist der Erste, der das macht. Und Wallah al-Azim, ich habe weder Kredit aufgenommen noch was anderes. Noch dazu. Dann haben einige gesagt, ach, bestimmt lebst du auf die Kosten von Jobcenter oder auf die Kosten von Hartz IV oder du bekommst vom Staat etwas. Und bei Allah, ich bekomme keinen Cent vom Staat. Und das ist die Sache. Das ist die Sache. Weil diese Leute so krank sind im Herzen, die denken von den anderen auch, dass sie so sind. Oder einige haben geschrieben, ja, Imam zu sein, bestimmt nimmt man von den Leuten Geld und so weiter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wenn man das für die Leute machen würde, glaubt mir, dann werde ich lieber zu Hause sitzen oder was anderes machen oder lieber Fußball spielen, als dass ich für die Leute das mache. Weil wenn ich das für die Leute machen würde, dann habe ich mein Leben verloren für die Leute und am letzten Tag werde ich gar keinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Deshalb sollte man etwas verstehen. Man sollte die Absicht immer für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und man sollte etwas für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Und die Absicht muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und man sollte rein für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Aber, barakallahu fikum, sagt man, dass man so schlecht denkt von den anderen, das ist falsch.